In diesem Video möchte ich den Werdegang meines 190D präsentieren und etwas näher bringen, wie viele Arbeitsschritte nötig sind, wenn ein über 30-jähriges Auto einen großen Wartungsstau aufweist. Doch zuallererst möchte ich die wichtigsten Fahrzeugdaten nennen. Wie bereits erwähnt, ist es ein Mercedes W201 190D 2.0 mit einem Hubraum von 1997 Kubikzentimeter und einer Leistung von 72 PS. Das Auto ist in 737 Classic Weiß lackiert. Es besitzt folgende Ausstattungen ab Werk mit den dazugehörigen Codes: ein Becker Europa Kassett Vollstereo Kurier LMKU mit der Nummer 254. Ein mechanisches Schiebedach mit der Nummer 411, mit der Nummer 426 notiert ein stufenloses Automatikgetriebe, 4-Gang, mit der Nummer 466 notiert eine Zentralverriegelung, einen Außenspiegel auf der rechten Seite, eine automatisch ausfahrende Antenne, einen links verstärkten Vordersitz und wärmedämmendes Glas mit Heckscheibe ESG. Innen ist das Fahrzeug mit einem blauen Stoff ausgestattet, welcher bei Mercedes-Benz mit dem Code 072 geführt wird. Die bei mir verbaute Servolenkung ist nicht notiert. Da bereits im September die Servolenkung zur Serienausstattung wurde, ist die einzige plausible Erklärung, dass diese bei mir nicht aufgeführt ist, dass mein Modell ein Zwischenmodell ist. So kamen im September 85 folgende Änderungen: Servolenkung für alle Fahrzeuge serienmäßig, beheizte Außenspiegel und ein Handschuhkastenschloss. Doch bloß die erste erwähnte Ausstattung ist bei mir als serienmäßig geführt und auch vorhanden. Der Kilometerstand beim Kauf Ende Oktober 2017 betrug 200.935 Kilometer. Mein Fahrzeug kam aus dem Werk Sindelfingen und wurde am 12.07.1985 abgeliefert. Nun möchte ich auf den Zustand direkt nach dem Kauf eingehen. Leider war ich während dem Kauf sehr unerfahren, sodass erst kurz nach dem Kauf auffiel, wie schlicht der Motor in Schuss war. Der Verbrauch an Diesel lag bei ca. 8 Liter auf 100 Kilometer und Öl verbrauchte er 3 Liter auf 1000 Kilometer. Wenn man bedenkt, dass der Diesel bei der damals gefahrenen Fahrdynamik um 5,5 Liter Diesel verbrauchen sollte und maximal 0,5 Liter Öl auf 1000 Kilometer verbrauchen darf, so waren diese Werte stark erhöht. Mehrfach startete der Motor nicht, wie in den folgenden Videos gezeigt, was unter anderem an fehlender Kompression auf 3 von 4 Zylindern lag. Aus diesem Grund bekam er zu dem Zeitpunkt auch keine AU. Wie denn auch, wenn der Motor auf der Prüfstelle nicht startete und die Rauchmeldeanlage sich meldete. Ein neuer Motor musste her. Als Ersatzmotor kam ein Motor aus einem 190D Baujahr 1990 und somit bereits mit den anderen Vorkammern und der veränderten Einspritzung. Im Vergleich zu meinem verbauten Motor hatte dieser bereits fast die halbe Million Kilometer geknackt. Am letzten Betriebstag lief mein alter Motor dann nur noch auf 3 Zylindern und ließ sich am nächsten Tag nicht mehr starten.
musste zur Garage abgeschleppt werden, in welcher der Motor getauscht wurde. Ich lasse nun die Bilder des Motortauschs für Sie sprechen. Das nächste Problem, welches mich einholte, war die nicht überholte Bremsanlage an meiner Wanderdüne. Ein langes Bremspedal und kaum Bremswirkung sind etwas nachteilig, wenn Personen gerade die Straße überqueren. Zum Glück war nichts passiert. Die hintere linke Bremse war bis auf den letzten Rest verbraucht und hatte den Bremskolben festgesetzt. Folge war eine heiße Achse und kaum Bremswirkung. Eine Überholung der Bremskolben und der Tausch aller Bremsbeläge beseitigte das Problem. Doch auch ein neuer Motor kann ein Auto nicht vom Stehenbleiben abhalten. Mehrfach blieb der Motor bei 1/4 Tankfüllung stehen oder lief nur stark stotternd, weshalb sich der Verdacht eines verstopften Dieselfilters im Tank erhärtete, nachdem alle anderen Dieselfilter bereits gewechselt waren. Und tatsächlich war der Dieselfilter im Tank nach über 33 Jahren Diesel mit jede Menge Dreck zugesetzt. Er war sogar dermaßen verschmutzt, dass über die Dieselversorgungsleitung zum Motor hin der Diesel nur tröpfchenweise herauskam, wie im Hintergrund zu sehen ist. Über die Rücklaufleitung, welche keinen Filter hat, kam natürlich viel mehr heraus. Nach gründlicher Reinigung war dieser Grund für das Absterben des Motors behoben. Doch mein Motor kann auch umgekehrt. Dinge gingen plötzlich nicht mehr aus, sodass Stoppdose und Unterdruckpumpe getauscht werden mussten. Doch auch dies brachte leider nur bedingt den gewünschten Effekt, sodass diese Undichtigkeiten im Unterdrucksystem weiter gesucht werden mussten. Diese wurden aber mit der Zeit beseitigt. Doch natürlich, wie es sich für ein Auto mit Wartungsstau gehört, traten auch Probleme in anderen Bereichen auf, wie zum Beispiel dem Fahrwerk oder dem Getriebe. Durch ein schwammiges Fahrgefühl und diverse Geräusche an der Vorderachse wurde die Vorderachse getauscht. Mittlerweile sind wir zeitlich gesehen im Juli 2018 angekommen und es offenbarte sich abermals ein Problem mit dem Motor. Dies ist leider unvermeidbar bei einem solch alten Fahrzeug und einem Motor mit fast 500.000 Kilometern. Auf einem Treffen fiel auf, dass im Kühlwasser jede Menge Öl schwimmt. Sofort wurde die Zylinderkopfdichtung als Übeltäter ausgemacht. Aus diesem Grund möchte ich diese kleine Bilderstrecke demonstrieren, welche den Tausch dieser Dichtung aufzeigt. Nebenbei wurden auch vorsichtshalber die Hydroschlüssel getauscht.
einen Tag vor einem Oldtimer-Treff meines Fahrzeugtyps, welches im 300 Kilometer entfernten Jüli stattfand, wurde mein Auto fertig. Um das Öl aus dem Kühlsystem herauszuspülen, wurde verdünnte Zitronensäure genutzt. Vorweg kann ich sagen, dass dies wohl dem Kühler zusetzte. Am Treffen angekommen, sah ich erste Kühlwassertropfen am Kühler. Diesen Verlust an Kühlwasser wollte ich auf der Rückfahrt beobachten. Zum Glück, muss ich sagen, verspürte ich 30 Kilometer, nachdem ich mich auf dem Heimweg machte, Hunger. Und dort offenbarte sich Folgendes auf dem Parkplatz. Nach einer kurzen Intervention des ADAC war auch schon der Kühler geklebt, doch ich musste an fast jeder Raststätte anhalten und nach dem Kühler sehen. Nach dem Tausch des Kühlers hatte ich etwa einen Monat Ruhe mit dem Fahrzeug. Doch wie es so üblich ist für so ein altes Fahrzeug, markiert es sehr gerne sein Terrain und lässt Öl in die Umwelt ab. Doch nach den ganzen Arbeiten, die ich an dem Motor schon verrichtet hatte, waren eigentlich alle Dichtungen getauscht. Und so schien es, dass der Motor eigentlich dieses Öl nicht verlieren konnte. Ein weißes Tuch unter dem Auto sollte feststellen, welche Farbe das Öl hat, um die Quelle einzugrenzen. Und wie befürchtet war das Öl rot, was für einen Ölverlust am schlecht schaltenden Getriebe sprach. Also wurde ein Termin bei einem Getriebebauer gemacht. Beim Überholen des Getriebes stellte sich heraus, dass ich die bereits seit Kauf abgespulten 18.000 Kilometer mit einem defekten Getriebe fuhr. Nun ein paar Bilder vom Getriebe während seiner Überholung. Nebenbei wurde die Lagerung an der Gelenkwelle getauscht, wie auch das seit Kauf laute Differential. Ich war mittlerweile der Meinung, dass mein Auto technisch keine Probleme mehr machen würde, sodass ich mich an die Verschönerung meines Kombi-Instruments machte. Nun möchte ich ein paar Bilder zeigen von diversen Arbeiten, welche zwischen November 2018 und April 2019 ausgeführt wurden. Zu sehen sind der gewechselte Gebläsemotor, Rostbeseitigung, ein überholtes Radio und gewechselte Türfangbänder an 3 von 4 Türen.
Nun sind wir im Mai 2019 angekommen. Und wie so oft stehen wieder Arbeiten am Motor an. Leider zeigen sich an den Ventilen und den jeweiligen Schaftdichtungen am derzeit verbauten Zylinderkopf immer mehr Abnutzungserscheinungen sowie diverse Geräusche. Also müsste dieser Kopf eigentlich überholt werden. Da dies allerdings gleich kommt mit der Überholung des alten Zylinderkopfes, fiel die Entscheidung auf die Überholung eben dieses, um wieder den originalen Klang und die originale Arbeitsweise des OM601 in seiner Form vor 1989 zu haben. Nachdem der alte Motor seit Februar 2018 nicht mehr gelaufen ist, gestaltete sich alles etwas kompliziert. Der Motor wurde bereits im Mai 2018 teilweise auseinandergebaut und wurde gut vor Rost geschützt. Nebenbei gesagt, fielen dabei auch diverse Dinge auf, warum der Motor nicht lief, wie zum Beispiel festgefressene Kolben an allen vier Zylinderlaufbüchsen. Im April 2019 erblickte dann der alte Zylinderkopf wieder Sonnenlicht, nachdem er aus seinem Ölbad herausgenommen wurde. Auch diverse Anbauteile, welche für das erneute Betreiben des alten Motors vonnöten sind, wurden aus dem Ölbad genommen. Nach einer gründlichen Reinigung gelangten alle dafür vorgesehenen Teile beim Motorbauer. Beim Motorbauer stellten sich auch weitere Gründe für den Tod des alten Motors heraus. Nur ein Zylinder war ventilseitig dicht. Alle Ventile, Führungen etc. waren zu tauschen, weil sie eingelaufen und oder defekt waren. Anfang Mai 2019 kam der Zylinderkopf aus der Überholung. Wenige Wochen später kam der verbaute Zylinderkopf herunter und der Überholte durfte nun auf den Block.
Derzeit hege ich die Hoffnung, dass alle getätigten Arbeiten von längerer Dauer sind und meinen Benz noch lange am Laufen halten. Bedanken möchte ich mich bei allen, die mich egal in welcher Form in meinem Vorhaben unterstützt haben.